will das Spiel nicht weiterspielen. Ich bin nicht. Tagis. Ja, es ist so lange her, dass ich gar nicht mehr weiß, wo wir aufgehört hatten. Oh Gott, ich will das Spiel, ich will das Spiel. Doch, ich will das Spiel, aber ich will es durchhaben. Ja, ich habe eine Ahnung von nichts, was wir gerade beim letzten Mal gemacht hatten. Ah doch, wir hatten das Ding hier mit der Lampe gemacht. Hallo Masaki, schön, dass du reinschaust. Wie geht es dir? Alles gut? Schön, dass du mir beim Leiden zusiehst. Wobei, noch geht's ja. Das, wir haben ja gerade erst gestartet. Also, ich habe keine Ahnung, was wir als nächstes machen müssen, aber das kriegen wir schon irgendwie raus. So, warte, wo war was? Karte. Da hinten im Raum war was. Der hinten. Das bedeutet, dass wir in diese Richtung gehen. Hätte ich nicht beim letzten Mal gesagt, dass das ein guter Punkt wäre, aufzuhören, damit ich beim nächsten Mal weiß, wo es weitergeht. Und jetzt habe ich keine Ahnung, wo es weitergeht. War da nicht was? Hier war, glaube ich, nichts. Gut, hier können wir noch wimmeln. Das ist wunderbar. Ich will dieses Spiel nicht spielen. Ich bin froh, wenn ich es durch habe. Wobei es gab, glaube ich, zwei Rätsel, die ich noch ganz cool fand, glaube ich, damals. Vor 6 Jahren. Zumindest eins hat es tatsächlich so ein bisschen in sich. So, Schallplatte. Bequeme Sessel wie Schein. Ja, ich frage mich nur, wo sie die ganzen Sachen versteckt haben. Wenn man sie, sobald man hier im Hauptraum ist, die ganzen Sachen nicht mehr sieht. Also hier oben kann ich es mir ja noch vorstellen, wobei ich mich frage, was da so das ein oder andere Gerät oben zu suchen hat. Aber zum Beispiel der Teebeutel, der da hängt. Warum sieht man den unten nicht? Warum ist der unten verschwunden? Das ganze Chaos hier. Einfach weg. Weggezaubert. Du. Da ist der Fisch. Da ein Ersatz. Liegt in der Perspektive. Also man sieht die Dinge nur, wenn man von oben drauf guckt, aber nicht, wenn man direkt vorsteht. eigenartige Gegenstände, würde ich mal meinen. Warum ist der Hund verschwunden? Oh Mann. So, Seil. Viele Dinge davon sind einfach mal so offensichtlich. Bis zu dem Moment, wo man eine Kristallscherbe sucht. Ein Metterling. Wo ist ein Metterling? Da ist ein Metterling. Stuhl. Axt. Maßband. Umschlag mit Briefmarke. Oh, wir sind blitzschnell. Super. So, das ist einfach. Aber. Wo ist die Kristallscherbe? Wie sie sehen, sehen sie nichts. Warte mal. Ja, sehr schön. Dabei. Einmal ganz kurz Nase putzen. Big Brain Moment, ja. Ja, ich vergesse in diesem Spiel mal, dass man auf sein Inventar zugreifen kann, wenn man in einer Wimmelbildszene ist. Das ist so der Moment, wo ich das einfach mal vergesse. So. Da haben wir einen Blasebalg. Das hilft uns weiter.
nicht. Okay. Ach so, ja, das hier. Da brauchen wir ja noch den Zeiger. Der Zeiger, der uns auf den Zeiger geht. Nein! Aus. Zurück. Gut. Also. Wie man hier aber auch überhaupt keine Ahnung hat, wo man als nächstes dann hin muss. What's happened here? This is all very strange. Du schreist mich an. Du schreist dich nur mich an, du schreist alle anderen auch noch an. So. Adam promised to have a breakfast with me. Maybe he knows. What does this mean? Kann ich dich leider... Bist ja schon so leise eingestellt. Ah, jetzt. Wunder der Technik, dass man immer noch angeschrien wird. So, wir nehmen einmal das Isolierband mit. Sie könnte auch einfach mit der Schaufel, die sie hat, das alles hier nochmal kleinschlagen. 10 von 10 Voice Acting, sehr glaubwürdig und High Quality. ja, sehr. Na gut, ihre Stimme geht ja. Ihre Stimme geht. Gibt da den einen oder anderen. Da frage ich mich. Ja, was habt ihr euch dabei gedacht? So, das sollten wir durchsägen. Da kommen wir natürlich nicht durch. Da komme ich auch noch nicht hin. Nee, da komme ich nur dahin. Aber wir sollen noch irgendwo anders hin können. Aber wo? Ein Schlauch. Ja. Warte mal. Ah, nee. So? Ja, nein, vielleicht? Nee. Okay. Dann nicht. Oh, okay, da können wir noch lang. Oh, ich kann das nicht glauben. Wer war hier? Ein Brecher? Maybe. Und Will? Rein hypothetisch gesehen? Lecker Essig. So, das Salz nehmen wir auch mal mit. Den Besitzer stört das ja nicht, dass wir das ganze Zeug hier mal mitnehmen, ne? Das ist ja egal. Lebstoff nehmen wir auch mal mit. So, hier können wir nichts machen. Ein Becher, nee, das waren mindestens zwei. Oh Mann. Weiß ich oder weiß ich nicht. Frisches, also der ist schlecht. Der ist ja richtig schlecht. Nein, einfach nur. Nein. Nein. So, von mir her, stimmt. Stimmt. Du bist ja für die schlechten Witze und Sprüche bekannt. Okay, Ava, letzte Nacht war wirklich schrecklich. Jemand hat meinen Großvater angegriffen. Er ist im Leben, aber das Krankenhauspersonal meint, dass sein Zustand kritisch sei. Die Polizei ist überzeugt davon, dass es ein Raubüberfall war. Das glaube ich nicht. Die Schmuckschatulle und das Amulett sind verschwunden. Aber etwas wirklich Unglaubliches geschah, als ich den Laden verließ. Ich sah einen Mann und ich bin mir sicher, dass es Herr Schwarzenberg war. Ich versuchte ihm zu folgen, aber er verschwand spurlos. Ich glaube, dass er etwas mit dem nächtlichen Vorfall zu tun hatte. Aber wie ist das möglich? Er starb bei einem Autounfall. Ich habe darüber in der Zeitung gelesen. PS, ich habe einen Zeitungsartikel über den Tod von Herr Schwarzenberg und seiner Tochter auf der Bartheke zurückgelassen. Sieh ihn dir an. Ihr rein zufällig, ne? Rein zufällig taucht er da auf. Ein sehr originelles Versteck. Was machen eigentlich die... Spooky. Was machen eigentlich die Leute, die hier dann hier reinkommen?
dann hier langlaufen und aus Versehen, wirklich aus Versehen, auf diese Kachel treten. Dann wäre das Versteck doch eigentlich relativ leicht zu finden, wenn man aus Versehen hier auf die eine Kachel tritt, oder? So, eventuell. Ich meine ja nur. Ne? Kann ich? Nee, kann ich nicht. Kann ich nicht durchsäbeln. Gut, okay, das Schneiden geht auch nicht, aber wir haben hier ein Brecheisen. Nehmen wir das Brecheisen mit. So. Achso, das wird wahrscheinlich die. Ne? Das ist die Kasse sein? Da habe ich ja schon wieder etwas übersehen. Ah, nee, doch, ich habe. Nee, das ging, glaube ich, eben noch nicht. Gut, machen wir erstmal. Ja, ist das Blut nur, wenn das ein Klischee. Weiß nicht, was die Gewinne zu zählen, oder geht es hier um Spooky Ghost? Ich glaube, es soll so ein bisschen um Geister gehen, tatsächlich, ja. Also mal wieder um die, ach, ja, sag mal schnell, Beherrschung der Welt, glaube ich. Ich glaube auch wieder um den Stein der Weisen. Das heißt, ja, wieder ewiges Leben, blabliblub. Und größtenteils auch noch um Geister, ja. Zumindest kann unsere gute Ava ständig Geister sehen. Sie tauchen ständig so aus dem Nichts einfach auf. Auch bei Tageslicht tatsächlich. Also es könnte sein, dass sie vielleicht was genommen hat. Es kann aber auch sein, dass sie einfach nur Gag ankommt. Wovon ich ausgehe. Wenn ich nämlich plötzlich tote Menschen sehen würde, dann würde ich mir Gedanken machen. Und dann würde ich nicht in die Stadt fahren, die mir gesagt wird, wo ich noch mehr tote Menschen sehen kann. Da würde ich einfach woanders hingehen. Sie kann tote Geister. Ja, sie kann tote Geister sehen. Sie sagt es nicht nur, sie kann es auch. Nicht so wie ich. So. Ich habe das Grammophon immer noch nicht. Ja, doch. Ich habe das Grammophon gefunden. Ich habe nur hier unten auf die Ecke hier geachtet. Globus, 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 Globus. Jagdtrophäe. Da. Ein Telefon. Eiscreme. Messer. Hier ist einmal. Ingens. Mais. Was ist das? Was? Okay, wir lassen es erstmal. Dann spielen wir deiner Story über ewiges Leben. Passt zu Ostern. So müssen wir den Menschen ewiges Leben zu geben. Wir bloß schön. Wie auch noch besser. Ja, aber sei froh. Ich war am Überlegen, ob ich mir für 2,99 € ein Osterspiel kaufe. Ein Osterwimmelbildspiel. Ich habe es gelassen. Ich habe es wohl weiß ich gelassen. Damit quäle ich euch im nächsten Jahr. Das mache ich dann wirklich im nächsten Jahr. Da grabe ich dann das Osterwimmelbild raus und dann seid ihr fällig. Heute geht es erstmal nur darum, auf jeweils dieses Spiel zu beenden und dann erstmal keine Wimmelbildspiele mehr anzufassen. Ich hatte es eigentlich positiv in Erinnerung, das Spiel. 6 Jahre später sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Bisschen sehr anders. Also wie gesagt, es kommen auch noch gute Spiele. Es kommen auch noch gute Spiele. Ich gehe mit Freund daher so ein Spiel. Ja, vielleicht. Eventuell. Aber es macht doch auch Spaß, dann ein Osterwimmelbild zu spielen, oder? Leidenvoll vorzukündigen, ist es mehr meiner Fahrensadistin. Ist dem so? Ist dem so? Ach komm, ey, ihr habt 365 Tage Zeit,
euch auf das nächste Ostern vorzubereiten, bevor ihr gequält werdet, ja? Also das ist schon gnädig. Das ist sehr, sehr gnädig. Hallo Kaya, schön, dass du reinschaust. Alles gut bei dir? So, ich habe den Teebeutel auch immer noch nicht gefunden. Wo ist das Teebeutel? Wo? Die Kaffeemühle, die habe ich gefunden. Ich habe auch die Notizen noch nicht gefunden. Ich weiß nicht, wo hier Notizen sein sollen. Beim besten Willen nicht. Aber die... Nee, okay, das ist auch keine Frühlingszwiebel. Ja, Frühlingszwiebeln. Okay, da ist die Frühlingszwiebel. Macht dem Leiden ein Ende. Ich habe hier eine Haarsträhne, die ich vorhin vergessen habe. Okay, jetzt habe ich keine Strahlensträhne mehr. Die ist weg. Da ist der Knopf. Korkenzieher. Korkenzieher. Maus. Big Bad Maus. Big Bad Maus. Big Bad Maus. Hier nicht da ist. Aber ich habe den Teebeutel gefunden. Sieht einer die Maus? Sieht hier irgendjemand... Kann hier irgendjemand Mäuse sehen? Die Zeitung. Da ist die Zeitung. Aber ich sehe keine Maus. Warte. Ha, da gehört der Arm hin. Sieh nicht auf deinem Schreibtisch sein. Ernsthaft? Der war ja genauso schlecht wie das Ding von Frisch, was eben. Das war ja genauso ein Ding. Schicke Plüschhasenohren. Ja, was ganz Tolles. Diese Öhrchen können auch... Strobo. Entschuldigung. Ich dreh gerade ab. Ich liebe diese Hasenohren. Es geht aber auch ein bisschen sanfter. Oder, falls es wirklich zu viel werden sollte, kann ich sie auch so lassen. Also dann leuchten sie nur. Schlimm ist halt nur, dass ich hier halt wirklich diesen Kasten halt wirklich habe. So. Kann mir einer sagen, wo die Maus, wo die Notizen sind? Ich würde ja wild rumklicken, aber ich weiß, dass dann wieder das ganze Ding hier schwarz wird oder vernebelt. Sag ich ja, vernebelt. Oh, okay, die Maus haben wir. Die Maus haben wir. Warte mal. Oder kann ich für die Notizen... Nee. Es ist nur für die Leute, die beim letzten Mal nicht dabei waren. Das hier ist eine Lampe, mit der ich geheime Schriften sehen kann. So Geistersymbole. Also ganz, ganz spooky. Licht. So. Also ich glaube, ich habe jetzt... Das waren doch Noten. Das waren doch keine Notizen. Kann ich das Spiel verarschen? Das war Noten. Ich hab keine Noten. Nee. Nee. Okay. Animation. Ja, ne? Find ich auch. Ich bin schon wieder hellauf begeistert davon. Das ist so... Das Highlight des heutigen Abends. Diese Animation. Gut. 24. Oktober 2010. Aufgrund einer Unachtsamkeit des Fahrers geschah im Riesengebirge ein Autounfall. Das Auto durchbrach die Absperrung und fiel den Felsvorsprung hinunter. Laut Polizeibericht wurden zwei Körper gefunden. Karl Schwarzenberg und seine Tochter Sarah Schwarzenberg. Sie lebten beide in Prag. Die Verkehrsopfer werden nach Abschluss der Untersuchung auf dem städtischen Friedhof von Prag begraben.
Wenn Adam tatsächlich Herr Schwarzenberg sagen, muss sein Grab leer sein. Ich muss wohl zum städtischen Friedhof. Natürlich müssen wir das. Riesengebirge und ich dachte, ich wäre kreativ mit dem Namen. Ja, aber den gibt's. Das gibt's tatsächlich. Man mag es kaum glauben. Riesengebirge ist ein Tschechien. Gott, ich glaube, ich war noch nie im Riesengebirge. Den Böhmerwald kenne ich wie meine Westentasche. Ich weiß nicht, wie weit der Böhmerwald vom Riesengebirge weg ist. Ja, schon mega schön. Ich kann mich nur an unseren letzten Urlaub erinnern. Gott, ewig ist es her. Wo wir statt Autobahn zurück aus Bayern über Land gefahren sind und dann erstmal eine halbe Tour durch Tschechien gemacht haben und Wege gefahren sind. Wir hatten ein Navi und wir sind an Orte gefahren, die hatten noch nicht mal eine Straße, laut Navi. Wir sind einfach mal übers Feld gefahren, angeblich. Ich weiß gar nicht, wie lange wir gebraucht haben, um nach Hause zu kommen. Aber es war geil. Es hat Spaß gemacht. War mal was anderes, als ständig Autobahn zu fahren und immer die eine und dieselbe Strecke. Aber ich glaube, wir waren bis Mittag. Bis mittags waren wir bestimmt in Tschechien. Bis wir dann irgendwann doch auf die Autobahn gefahren sind. War dann doch ein bisschen sehr viel. Immer mittig durch die Botanik. Ja. Kann ich hier irgendwas? Nein, scheinbar nicht. Hier hat jemand einen Schubladengriff fallen gelassen. Das war spielschlecht. Was fand ich damals an diesem Spiel so toll? Kann mir das einer erklären? Ich weiß es nämlich nicht mehr. Klar, wozu habe ich... Am geilsten war immer, wie die Omas uns dann einmal angeguckt haben, wenn wir dann quasi durch die Dörfer gefahren sind. Und dann die immer mit ihren schicken Schürzen dann immer so uns nachgeguckt. So als wären wir die übelsten Verbrecher. So. Wir haben eine Schaufel. Wir können doch bestimmt mit der Schaufel hier... Ja. Jetzt habe ich mich erschreckt. Vielleicht sind die auch keine anderen Menschen gewohnt. Ja, möglich. Einige Scheiben fehlen. Ich weiß schon, worauf das hier hinausläuft. Wenn ich das jetzt hier schon so einigermaßen fertig mache. Ich glaube, das bringt zwar trotzdem nichts, aber... Wir laufen ja jetzt Katzen rum. Nice. Ja, habe ich eingestellt. Wobei ich für diese Szene, glaube ich, einmal... Weiß gar nicht. Also, warte. Die laufen mir dann nämlich ein bisschen zu weit in den Chat mit rein. So. Jetzt müsste es eigentlich... Jetzt müsste es laufen. Hast du dich jetzt erschreckt? Ja, ja, Wormasser, ich zittere vor Angst. Nein, ich habe mich nicht erschreckt. Ich kann sogar auf die Katzen Bomben werfen. Wenn ich ganz viel Lust und Laune habe. Whee! So, shit. Habe ich das auch einmal gezeigt? So putzig. So, warum komme ich jetzt hier nicht zurück jetzt? So. Ja, der Friedhof hat uns jetzt aber nicht so wirklich die Erkenntnis gebracht, oder? Das war jetzt hier nicht so der, nicht so der Brüller. Würde ich mal meinen. Ja. Gut. Du kannst jetzt auch, also Kaya, du kannst jetzt auch, wenn du wissen willst, welche Spiele im Laufe des 24-Stunden-Streams eventuell kommen könnten,
das Kommando Easter Games verwenden, was im Titel steht. Dann wird dir eine Liste angezeigt, was wohl da möglich wäre zu spielen. Wie komme ich da rein? Easter Egg. Nein, Easter Egg ist es nicht. Das ist der völlig falsche Ansatz. Im Rohr fehlt ein Ventil. Haben wir ein Ventil? Wahrscheinlich, ja. Nein! Aber wir haben trotzdem kein Ventil. So, wir machen mal kurz schnell Reise. Ja, was soll ich denn jetzt hier machen? A few moments later. Gut aus, würde ich sagen. Ja, finde ich auch. Finde ich auch. Ja, ich will wirklich 24 Stunden machen. Ich bin so irre. Also ich weiß nicht, ob alle Spiele wirklich kommen, die ich da angekündigt habe. Ich mache das halt nach Lust und Laune. Wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn wir Witcher spielen sollten, ich halt 10 Stunden Bock auf Witcher habe, dann spiele ich halt 10 Stunden Witcher. Wenn ich aber halt merke, okay, nach 3 Stunden, pff, ja, hab doch keinen Bock drauf, habe ich halt noch genug andere Auswahl. Mindestens Nummer 24. Ja, ich habe noch nicht... Achso, warte mal. Wir haben... Brennholz. Wir haben Brennholz. Einmal. Und wir haben ein Feuerzeug, ne? Und wir haben ein Blasebalg. Oh, und urplötzlich sehen wir das da was hinterm Sessel. Vergiss das Essen und Trinken nicht, nicht? Nee, vergiss ihn nicht. Also ich habe... Oh Gott, warte mal. Das ist natürlich nicht alles für heute, aber ich habe hier eine ganz große Kiste. In dieser Kiste sind sämtliche Getränke drin. Ich werde zwischendurch noch welche holen müssen. Und Frutschus wird mich zwischendurch mit Essen versorgen. Sofern es nötig wird. Er wird zwar irgendwann noch mal schlafen. Er hat den Vorteil, er darf sich schlafen legen. Aber er wird mich im Laufe der Zeit mit Essen versorgen. Damit ich, ne? Nicht verhungere, verdurste oder zusammenklappe. Das nur um ein Feuer zu machen. Für mich wird Spiellogik. Ja, aber wir haben eigentlich das Feuer nur gemacht, damit wir hinter den Sessel gucken können. Weil es ist unmöglich, hinter einen Sessel zu gucken, wenn man vorher nicht das Feuer angemacht hat. Bist du ja vorbereitet? Ja, auf jeden Fall. Anders geht das ja auch nicht. Also Frutus hat auch jede Menge Getränke geholt. Auch Energy und sonstiges, damit ich das überstehe. Ich werde jetzt zum Anfang allerdings nur ein Energy trinken, damit ich nicht gleich überzuckert bin. Ich habe mich auch vorher nochmal schlafend gelegt. 3-4 Stunden. Und ja. Trinken wir dabei. Stimmt, ein Mixery habe ich mit bei. Ein bisschen Alkohol, gut, und eine Sektflasche, die ich eigentlich vor 3 Tagen trinken wollte, die aber immer noch ungeöffnet hinter mir steht. Apropos Sekt, wir haben auch noch einen gekühlten Sekt. Eventuell tauscht Frutus die Sektflaschen aus. Damit ich in kalten statt einen warmen Sekt trinke. Aber nur eventuell. Mag grad war. Hier ist ein Säckchen, ja. Auch ja, wie gesagt, wenn du unsere Garage sehen würdest. Wir sind vorbereitet.